Willkommen beim RC3, zurück auf dem Stream von chaoszone.tv. Hier geht's gleich weiter mit dem nächsten Vortrag und noch ein kleiner Hinweis. Dieser Vortrag wird übersetzt werden. So, a short notice for the non-German speakers. This talk will be translated into English. You should find the switching button to the other language in the below the video. Okay. Ihr könnt Fragen stellen zu diesem Vortrag via Mastodon, Twitter oder im IRC. Auch die findet ihr im Reiter Chat unter dem Video. Und der Speaker wünscht sich, dass ihr auch reichlich in den IRC kommt, denn er möchte da so ein paar kleine Live-Umfragen mit euch machen. Okay, der Titel des Vortrags lautet DevOps Disaster 3.1. Bei den Zahlen habe ich das Gefühl, ich erkenne ein Muster. Und das ist auch so, denn same procedure as last year. Jetzt neu mit eigenem Docker-Container. Und wir heißen willkommen Stefan und viel Spaß mit dem Vortrag. Ja, hallo und guten Tag. Fließender Übergang. Ich hoffe, ich bin im Bilde. Das ist mit den ganz vielen Fenstern und der neuen Situation für uns alle ein bisschen aufregend, auch für mich. Willkommen bei DevOps Disasters. Angekündigt als 3.1, jetzt veröffentlicht. Ich habe mir nochmal Mühe gegeben als 3.11, weil wir haben einen TCP-Stack. Juhu, und wir können miteinander kommunizieren. Wir wollen gern die Möglichkeit nutzen, die wir haben. Und nochmal geschrieben, wie ihr jetzt teilnehmen könnt, wie ihr direkt mitmachen könnt. Es gibt einen IRC-Channel, kommt da gern rein. Ich habe auch auf der Webseite www.devopsdisasters.net findet ihr auch einen Webchat. Unter dem Video, wenn ihr über mediaccc.de unterwegs seid, ist der Webchat auch drin. Und was ich auch schon gemacht habe, das macht man ja eigentlich nicht, ich habe es dieses Jahr mal gemacht, schon die Slides veröffentlicht. Falls ihr also wirklich eine schlechte Internetverbindung habt und die Memes in echt sehen wollt, könnt ihr die Slides gern live mitgucken. Die liegen bei Google. Genau. Ich erzähle mal ein bisschen was, damit ihr euch irgendwie in der Zwischenzeit in den IRC finden könnt oder in den Webchat, falls ihr wollt, wer ich bin. Ich arbeite in Leipzig in einem Tech-Kollektiv und wir machen für größere NGOs die Technik. Und ich bin in der Operations-Abteilung dafür zuständig, dass die Sachen, die unsere Dev-Abteilung bauen, dann tatsächlich auch in die Welt kommen und laufen. Das führt dazu, dass ich relativ viel komische Sachen sehe, nicht weil unsere Devs komische Sachen bauen, unsere Devs bauen sehr schöne Sachen, wir reden auch sehr viel miteinander, aber in dieser ganzen Welt gibt es einen Haufen Zeug und einmal im Jahr kehre ich alles zusammen und halte diesen Talk nun zum dritten Mal. Steigen wir mal ein. Was bisher geschah, kurzer Rückblick auf die letzten Jahre. Wo kommt das eigentlich her, was ich hier tue? Ich hatte es schon gesagt, ich arbeite in einem IT-Kollektiv. Wir haben dort einen Chat, wo wir miteinander reden. Und da gibt es diesen Fail-Channel, der eigentlich mal dazu da war, zu sagen, wir wollen ja unsere Fehlerkultur offen kommunizieren. Wir wollen irgendwie offen sagen, wenn uns was schiefgegangen ist. Und dann freuen sich alle so, ja, wir haben die Production-Datenbank gelöscht. Juhu, jemand muss sie ganz machen. Warum eigentlich? Weil das irgendwie sich dazu entwickelt hat, auch alles zu verreißen, was da draußen in dieser Welt Komisches passiert. Und das Schöne daran ist, dass ich am Ende des Jahres einfach nur einmal da durchkehren muss und dann kann ich diesen tollen Talk mit euch zusammen machen. Eine ganz wichtige Geschichte in unserem Fail-Channel ist Lessons Learned, das steht da auch oben drüber. Das ganz Wichtige ist, daraus zu lernen, also zu gucken, wie geht es besser. Ich will euch also nicht nur zeigen, was macht man Komisches da draußen in der Welt, sondern was kann man irgendwie tun, damit es besser geht. Auch noch mal ganz kurz Rückblick, wo haben wir irgendwie die letzten Jahre alles drüber geredet, falls es euch das interessiert, die Slides sind auch auf der Webseite. Wir haben uns mal Logging angeguckt, was man da alles falsch machen kann, Prozessmanagement, also so Prozesse hinten raus, forken, Software bauen, Config Handling, also wie man eigentlich Software konfiguriert, Persistenz, wie persistiert man eigentlich Daten, auch in verteilten Systemen, High Availability haben wir uns angeschaut,
Packaging und Installer, also wie kommt eigentlich Software in die Welt, Continuous Integration, Continuous Delivery Systeme und Hype Trains. Ich zeige euch das deswegen, weil ich nichts anderes machen werde, als das jetzt nochmal durchzugehen und mal zu gucken, was in diesem Jahr passiert ist. Mit dem kleinen Schwerpunkt dieses Jahr auf Hype Train. Docker, ich hatte es ja schon angekündigt. Also rein ins Jahr 2020. Was ist passiert? Im Bereich Logging hatten wir eine schöne Situation, die schön gezeigt hat, dass in dieser Docker-Welt doch eine ganze Menge noch unbeantwortet ist. Und zwar geht es um Folgendes. Wir wollen, das ist die Challenge, die wir erreichen wollen, wir wollen periodische Tasks in Docker ausführen. Das heißt, es gibt irgendwie Docker-Container da draußen und die Aufgabe ist, regelmäßig alle 5 Minuten, alle 10 Minuten, einmal die Stunde irgendwas darin zu tun. In der alten Welt, wo wir noch keinen Docker hatten, hatten wir dafür Cron. Das kann man also tun. Eine Möglichkeit ist, man nimmt sich diese Frameworks, diese Worker-Frameworks, die wir da draußen haben, für asynchrone Prozesse. Sidekick ist in Ruby relativ weit verbreitet, Celery in der Python-Welt. Und die haben zum Teil Erweiterungen, zum Beispiel diesen Scheduler für Sidekick oder den Beat für Celery. Und dann startet man einfach einen Container mit, die dann asynchrone Jobs losfeuern. Funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Mit dem Sidekick-Scheduler hatten wir unsere Probleme. Celery Beat hat bis jetzt einen ganz guten Eindruck gemacht. Eine zweite Möglichkeit ist, auch Kubernetes kann inzwischen Cron-Jobs. Ihnen ist aufgefallen, dass in Docker ja irgendwie auch sowas wie Cron-Jobs abgebildet werden müssen. Juhu! Wenn man Kubernetes benutzt, wir tun das zum Beispiel nicht. Und wenn gar nichts hilft, muss man eben so einen Cron, die man in so einen Container reinpacken, weil wo soll es denn herkommen? Es gehört zur Anwendung, also muss man irgendwie so einen Cron-Job damit, so einen Cron, die man mit reinpacken, der dann eben die Jobs abfeuert. Weil es Teil der Anwendung, muss halt in den Docker-Container. Große Frage, wir haben es gemacht, wir haben tatsächlich Cron-Demons in diese Docker-Container reingepackt und dann war die Frage, wo kommen wir denn jetzt eigentlich an die Logs hin? Logs ran. Das ist die Situation, Docker loggt alles, was nach Standard-Out ausgegeben wird und wer sich ein bisschen auskennt mit Cron, weiß, dass Cron alles per Mail schickt, weil auf Standard-Out guckt ja niemand. Ein schönes Beispiel, dass auch richtig alte Software, die seit Jahren, seit 20, 30 Jahren Betriebs ist, noch komische Sachen macht. Wer hätte gedacht, dass man irgendwie vielleicht auch mal nach Syslog oder sonst woanders hinloggen mag. Es gibt einen Bug-Report für das Problem von 2018, der sagt, es wäre doch irgendwie total toll, wenn man irgendwie Docker im Vordergrund laufen lässt, dass man vielleicht irgendwie nach Syslog oder Standard-Out oder irgendwo anders hinschiebt. Der ist halt offen, wird ist unbeantwortet. Hat man halt ein Problem, kommt man halt nicht an seine Logs ran. Pech gehabt. Wir haben tatsächlich, der Chat schreibt, man könnte Systemd ausrollen. Juhu, natürlich. Auch hier nochmal die Folie, die haben die Leute, die die letzten Jahre zugeguckt haben, schon mal gesehen. Wenn ihr Logging machen wollt, bitte benutzt die Bibliotheken, die es dafür gibt. Logging ist ein gelöstes Problem, das muss man sich nicht neu einfallen lassen. Man muss nichts per Mail schicken oder irgendwie in welche Files schreiben. Warum nicht, haben wir uns die letzten Jahre schon mal angeguckt. Nutzt die Bibliotheken, die eure Programmiersprache hergeben. Macht das konfigurierbar, dass man irgendwie als Operations-Mensch sich aussuchen kann, was dir sinnvoll ist. Und wenn wirklich mal gar nichts geht, dann schreibt den Kram nach Standard-Out, Standard-Error. Aber fangt nicht an, euch in jeder Anwendung ein neues Logging-Problem, eine Logging-Lösung auszudenken. Ihr habt ja wirklich den krudesten Kram, haben wir schon gesehen. Bis zu, wir loggen in die Datenbank unserer Anwendung und schreiben ein Interface. Auch das haben wir schon gesehen. Config-Handling, auch da Docker, immer interessanter mit dem, was passiert. Die Antwort von Docker eigentlich ist Config Handling bitte über Environment Variablen, also von außen irgendwo Environment Variablen setzen und das ist dann die Konfiguration. Das Problem daran, das sind Strings und nichts anderes als Strings und da kann doch eine ganze Menge schief gehen. Das sind vor allem keine Booleans, das hatten wir letztes Jahr schon mal im Talk, nochmal ganz kurz, damit das Problem klar wird, das was in Ansible ein True oder False ist, ist noch lange kein String, true oder false, wird gern mal groß und klein umgeschrieben, YAML, Python, irgendwas geparst und gecastet. Und das, was dann am Ende in dem Environment landet,
als Boolean muss nicht das sein, was man sich schön gedacht hat. Es gibt schöne Beispiele, die wir auch erlebt haben, dass man da irgendwas als True setzen wollte und das noch lange kein True geworden ist, weil am Ende läuft eben eine Ruby-Applikation, die es eben genau wieder anders zurückparst. Und was auch ein Problem ist, ist, es geht natürlich keine komplexe Konfiguration da rein. Es gehen einfach nur einfache Werte rein. Das heißt, sobald man zum Beispiel sowas wie gandict hätte, dann ist es schon vorbei. Und was wir tatsächlich schon gesehen haben, ist, dass Leute anfangen, JSON in die Environment Strings reinzuschreiben und auf der Gegenseite dann wieder zu parsen. Was wir relativ häufig sehen, im letzten Jahr sehr viel gesehen haben, ist, wir haben doch da eine Datenbank in unserer Anwendung, kann man doch die Konfiguration da reinschreiben. Und das ist, hatten wir auch die letzten Male schon, Konfiguration in Datenbanken, oh mein Gott, nein, nicht machen. Wer hat so alles angefangen, Konfigurationen in eigene Datenbanken zu schreiben? Kurzer Überblick, Mattermost macht es seit neuestem, so ein Chatprogramm, Slack-Alternative. SensuGo, also ein Monitoring-Programm, hat damit angefangen. Und das Highlight in diesem Jahr, tatsächlich haben wir im Sommer gesehen, InfluxDB 2 hat angefangen, Config in die eigene Datenbank zu schreiben. Wer sich so ein bisschen mit InfluxDB auskennt, wird sich sagen, Moment mal, InfluxDB ist doch eine Time-Series-Datenbank, da sind doch Time-Series drin in dieser Datenbank. Aber klar doch, schreiben wir InfluxDB-Konfigurationen in eine Time-Series-Datenbank. Ich habe das mal aus der Doku genommen. Es geht also darum, auf einer InfluxDB einen Check einzurichten, also irgendwie auf Metriken zu alarmieren, also Metriken zu checken und zu alarmieren. Das ist wirklich der Weg, den sich InfluxDB dafür ausgedacht hat. Das heißt, wir haben eine ganz normale eine Metrik, da lassen wir eine Query drauf laufen. Das Ergebnis dieser Query landet in einer neuen Metrik. Darauf wird eine Check-Rule angewandt. Das Ergebnis dieser Check-Rule landet in der neuen Metrik. Und dann wird am Ende irgendein Alarm getriggert. Das ist irgendwie ein schöner Fall von, wenn ich einen Hammer habe, ist alles ein Nagel. Auch Config-Handling hatten wir das letzte Mal schon. Hier nochmal die Zusammenfassung. Config-Handling ist ein gelöstes Problem. Config ist kein Code. Also so eine Sachen wie, wir laden da mal ganz am Anfang unseres Programms irgendwie PHP-Code oder Python-Code rein und das ist dann unsere Config. Django macht das zum Beispiel, PHP-Anwendungen machen das auch sehr gerne. Nein, Config ist kein Code. Config sind auch keine Nutzdaten oder End-User-Daten. Die gehören auch nicht in die Datenbank. Es gibt einen Haufen Config-Parser da draußen in der Welt, wo ihr Ini-Style, YAML-Style, irgendwas-Style Configs schreiben könnt. Für Docker gelten die Endfars. Jetzt löst das alles nicht unser Problem, was ich angesprochen habe. Docker hat eigentlich noch nicht so eine schöne Antwort darauf. Eine schöne Ecke für neue Technologien machen halt neue Fragen auf. Was sich ein bisschen abzeichnet, ist, neue Technologien halt auch zu nutzen, also die Key-Value-Stores, die es da draußen gibt, etcd, Consul und dann den Anwendungen eben beizubringen, das tatsächlich zu lesen. Das hat dann auch den Vorteil, dass wir früher oder später dann irgendwie die Module kriegen werden, um mit Ansible oder SaltStack da rein zu konfigurieren, weil das ist ja auch immer ein Problem. Config in Datenbanken zu schreiben heißt auch immer, dass wir eigentlich nicht mehr automatisiert deployen können, weil wir irgendwie nicht automatisiert oder nicht gut automatisiert herankommen oder so eine Lösung schreiben müssen, wie wir jetzt die Anwendung konfigurieren. Ein schönes Beispiel aus dem Bereich High Availability, was wir dieses Jahr gesehen haben. Ich sage mal noch nicht, welche Software das gewesen ist. Da hat tatsächlich eine Software aus dem Bereich HA, High Availability, es für eine gute Idee gehalten, eine State Machine zu bauen, und zwar eine Distributed State Machine, und zwar nicht nur über verschiedene Server, sondern auch über Server und Clients hinweg. Ganz große Idee. Weiß jemand, welche Software das sein könnte? Ihr könnt ja mal in IRC schreiben. Ich habe mal einen kurzen Blick drauf, falls jemanden das einfällt, was das sein könnte. Ich sehe noch nichts. Apache Zookeeper war das. Warum sind wir dabei, sind wir bei diesem Problem vorbeigekommen? Wir haben überlegt, müssen wir eigentlich unsere Kafka-Cluster backuppen? Da laufen ja immerhin Daten durch.
Message Queues von einem Cluster-Status. Wir sind drauf gekommen, dass es eigentlich nicht möglich ist, ein sinnvolles Backup dieses Kafka-Clusters anzulegen, was irgendwie auch eine sehr interessante Erkenntnis ist, auch wieder schön aus der Ecke neue Technologien und Unknowns. Wenn man also Apache Kafka backuppen will, muss man eigentlich dafür sorgen, dass man alle Messages mitschreibt und das ganze System replayfähig bekommt, also Sachen quasi idempotent zu bauen, dass eine Nachricht mehrmals eingehen kann, macht einen Haufen neue Fragen auf. Ich bin mir nicht sicher, ob irgendjemand auf dieser Welt das wirklich gelöst hat. Message Queues benutzen wir einfach. Als wir das gesehen haben, haben wir ungefähr so geguckt, wie dieser bekannte Mensch hier. Auch zu High Availability nochmal, die Erkenntnisse aus den letzten Jahren. High Availability fügt immer neue Komplexität ein. man muss immer gucken, was ist eigentlich hier wirklich HA, welcher Teil ist es eben auch nicht. Bei dem Beispiel Zookeeper kann man das sehr schön sehen. Klar kann da mal ein Server ausfallen, wenn dann aber irgendwie Clients weg sind oder State nicht mehr da ist, dann steht man eben auch im Dreck. Das CAP-Theorem taucht da immer wieder auf. Es ist also beweisbar unmöglich, Eigenschaften, die man eigentlich haben will, gleichzeitig zu haben. Genau, und der letzte Teil, was ist hier eigentlich HA, trifft auch immer wieder auf. Packaging und Installer hatten wir relativ viel dieses Jahr. Irgendwie kommen gerade alle auf die Idee, dass man irgendwie seinen eigenen Installer schreiben muss. Hatten wir letztes Jahr ja auch schon mal. Dieses Jahr ist es nicht besser geworden. Kurze Liste, was uns alles über den Weg gelaufen ist. Ansible hat jetzt angefangen, mit Ansible Collections ein neues Format zu entwickeln. Mit der neuen Ansible-Version kommt es mit. Und haben gesagt, PyPI-Installationen machen sie vielleicht gar nicht mehr. Das war ohnehin schon immer ein Problem. Mach es entweder mit der Hand oder nimm unser RPM-Package. Ganz toll, ja, Ansible ist von Red Hat gekauft worden. So merkt man es dann. Poetry ist mir begegnet vor ungefähr 2 Monaten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht verstanden, warum es Poetry gibt. Kann sein, dass ich mich einfach, dass ich es tatsächlich nicht verstanden habe und dass es einen guten Grund gibt, den ich nicht gesehen habe. Poetry ist also ein neuer Paketmanager für Python. Wobei ich sagen muss, wir haben mit Pip und dem ganzen Universum rundherum eigentlich einen stabilen Paketmanager, der weit verbreitet ist, der gut funktioniert, seit Jahren etabliert ist. Als ich das Projekt gesehen habe, hatte ich das Gefühl, dass da irgendjemand aus der JavaScript-NPM-Welt oder aus der Bundler-Welt um die Ecke kommt und irgendwie nicht verstanden hat, dass das Mindset ein bisschen anders ist in Python und es eben sich entschlossen hat, dass er doch irgendwie die NPM-Welt nochmal in Python nachbauen will. Warum auch immer. Und das Witzigste daran, was ich gesehen habe, ist, es gibt ein Kommando Poetry Export. Das macht daraus ein Requirements.txt-File, damit man es dann mit Pip installieren kann. Ist mir irgendwie tatsächlich unklar geblieben, warum jemand um die Ecke kommt und nochmal einen Installer für Python schreibt. Ich sehe hier auch gerade im Chat sehr schön, warum braucht man einen Installer? Jeder hat doch Pipe nach Bash. Auch das ist natürlich tatsächlich weit verbreitet. Wir kriegen jedes Mal die Krise, wenn wir es sehen. Anaconda, wer es nicht kennt, das ist eine Distribution, die im KI-Umfeld relativ weit verbreitet ist. Geht es darum, eigentlich im Großen und Ganzen die Python-Pakete zusammenzuschmeißen und zusammenzuschnüren, die da draußen irgendwie mit KI zu tun haben. Ich habe auch da nicht so wirklich verstanden, warum es das gibt, weil mit Pip kann man das auch alles installieren. Die Begründung dazu ist, dass man quasi, wenn man mit Pip installiert, manchmal was gegen C linken muss und eben die C-Header braucht, was aber bei Python mit den Wheels inzwischen automatisch passiert. Was sie da machen ist, sie bauen also mit Anaconda die ganzen Binaries schon mal selbst vor. Jetzt haben sie das Problem, dass sie das ja irgendwie linken müssen gegen das Environment drumherum. Ihre Lösung dafür ist, ein komplett eigenes Environment mitzubringen und in den Parse einzuflechten, und zwar vor den System-Libraries. Das heißt, wir haben irgendwie ein komplett eigenes Environment, inklusive tar, curl, libtool, OpenSSL und alles, was da drin noch kommt. Und das kommt vor den Systempaketen. Das heißt, alle Updates, die ihr mit apt oder RPM oder was ihr auch immer benutzt, einspielt, kommen dann eben nicht mehr an.
Dafür Applaus für die Ansätze, einfach nochmal ein Paketmanager zum dritten Mal zu entwickeln. Ich sehe gerade im Chat, dass es Fans von Poetry gibt. Kommt gerne hinterher nochmal in den Jitsi rein zum Quatschen. Erklärt es mir, ich bin da offen. Ich habe es tatsächlich vielleicht einfach nicht verstanden. Anderes Beispiel aus dem Bereich Packaging und Installer. Minio hatten wir auch schon mal in den letzten Jahren. Minio ist ein Open Source S3-Alternative, kann man also quasi S3 bei sich im Rechenzentrum nachbauen, ohne dass man zu Amazon muss. Benutzen wir relativ viel. Das Problem bei Minio ist, die releasen relativ häufig. Ich habe mir mal irgendwie aus den letzten 2 Wochen die Release-Pipeline. Wir haben also am 10.12. ein Release, wir haben am 12.12. ein Release. 16. kam das nächste, am 18. hat man noch eins, 23. noch eins. Und für jedes dieser Releases müssen wir natürlich eine ordentliche Qualitätssicherung machen. Das heißt, irgendwie wir rollen das auf Staging aus, wir gucken, ob unsere Software noch funktioniert, müssen irgendwie ein Release-Fenster für Production finden, auf Production ausrollen. Es kommt regelmäßig vor, dass wir ein Release in Production endlich haben und unser Alerting, unser Update-Monitoring schon wieder anschlägt, weil in dem Moment, wo wir das Production-Release rausgeschoben haben, schon das nächste Release wieder da ist. Und die große Frage ist ja immer, wir müssen ja gar nicht jedes Release haben. Es reicht ja irgendwie, die Security-Releases mitzunehmen. Man kann ja die Feature-Releases durchaus irgendwie Stück für Stück nachziehen. Nur ist es denn Security-relevant? Und wenn es keiner reinschreibt, wissen wir es eben nicht. Und wenn wir es nicht wissen, ist es im Zweifel Security-relevant. Woher sollen wir es denn sonst wissen? Im Zweifel müssen wir es eben updaten. Und das ist genau das Problem bei Minio. Minio schreibt es eben nicht dran. Die hauen das eben einfach raus. Daher eine ganz klare Bitte an euch. Wenn ihr irgendwie Software baut, lasst euch bitte irgendeinen Weg einfallen, dass wir erkennen können, was von dem Zeug ist Security-relevant und was sind einfach nur Feature-Releases, weil Release-Early-Release often führt halt einfach dazu, dass wir ungefähr den ganzen Tag das machen. Auf der anderen Seite, immerhin gibt es Minio-Pakete. Wir hatten einen Fall, dass wir einen Doku-Wiki-Plugin installieren wollten und da einfach nur ein Repo vorgefunden haben. Wir haben einfach mal ganz kurz über GitHub eine Anfrage gemacht, ob es nicht möglich ist, zumindest davon Releases zu machen. Bei GitHub ist es ja kein Problem, das einfach in Tar zu packen. Und das ist die Antwort, die wir gekriegt haben. Das ist so ein simples Plugin und das mache ich so selten, genau 2-mal in den letzten 10 Jahren. Alles, was per GitHub auf dem Master Branch gepusht wird, ist eben Stable Release. Das finde ich ganz schön sportliche Aussage. Aber auch das gibt es in dieser Welt. Kann man so sehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das knallt, ist auch relativ hoch. Auch dafür Packaging und Installer nochmal die Folie. Wie geht es richtig? Packaging und Installer sind ein gelöstes Problem. Er findet das Rad nicht neu. Es gibt bestehende Packaging-Formate für alle Programmiersprachen da draußen, wenn nicht für die Programmiersprachen, dann auch für die Distribution. Die sind manchmal auch ein bisschen komisch, auch mit Yarn oder Composer ärgern wir uns rum und trotzdem gibt es die und es wird an einem Strang geguckt, wo Sachen schief laufen. Baut um Gottes Willen keine eigenen Installer, die Wahrscheinlichkeit, dass das schief geht, ist nahe 100%. So, das war alles das, was wir die letzten Jahre aus den bekannten Kategorien hatten. Gucken wir uns mal an, was in der Docker-Welt so los ist. Das Bild, was ich da oben gefunden habe, trifft ungefähr unsere Erfahrung. Wir werden es uns im Detail angucken. Warum ist es relevant? Es ist inzwischen tatsächlich so, dass egal, wo man hinguckt, egal welches Projekt man sich anschaut, irgendjemand davon um die Ecke kommt und sagt, hier ist unser Docker-Container. Im besten Fall findet man noch ein Go-Binary irgendwo. Oder die Geschichten, die mit Snap und Flatpak um die Ecke kommen. Aber jeder meint, er hat hier einen Docker-Container und damit wäre das Problem gelöst. Ganz von vorne nochmal anfangen. Warum haben wir eigentlich Docker? Ich bin mal auf die Seite gegangen, tatsächlich die Docker-Startseite. Und habe mal versucht, auf der Startseite die Begründung zu finden. Da stand eine ganze Menge, dass Docker übelst cool ist und dass das alle benutzen und dass das total fetzt. Aber warum man das benutzt, stand da irgendwie nur in einem einzigen Satz. Und das ist der, den ich da oben geschrieben habe. Wir haben Container
damit wir standardisierte Einheiten haben, um Software vom Environment zu isolieren. Okay, das ist erstmal ganz cool. Drei Sachen sind da drin wichtig. Es gibt also eine App, also irgendein Stück Software. Es gibt ein Environment. Und die beiden sollen voneinander isoliert werden. Was gern übersehen wird, und ich glaube, das ist das Hauptproblem, bevor wir überhaupt anfangen, über sowas wie Kubernetes und Co. zu reden. Es ist eben nicht nur die App, die man da drin in einem Docker-Container hat, sondern es ist eben auch die Laufzeitumgebung der App. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass ich meine Ruby, Rails, Django, irgendwas Applikation in den Container reinkriege, sondern in dem Container ist eine ganze Menge mehr. In dem Container stecken OpenSSL, in dem Container stecken libcs und Konsorten. Das heißt, das gehört dazu, zu dem, was in dem Container steckt. Environment heißt, wir haben irgendeine Infrastruktur außenrum, das ist uns erstmal egal. Ich werde heute auch nicht auf Kubernetes und Co. eingehen, wir werden uns einfach nur die Docker-Container angucken. Und die soll eben isoliert werden, soweit so gut. Jetzt habe ich hier mal ein ganz einfaches Beispiel genommen. Da ist nicht mal ein Kommando drin. Also wir nehmen einfach ein Ubuntu 18.4 Base Image, das ist das offizielle Ubuntu 18.4 Base Image, legen da zwei Ordner an und geben uns die Ordner wieder aus. Nichts Spannendes passiert. Sieht jemand ein Problem? Gucken. Ich kriege noch nichts. Also auch, dass alle unter Docker leiden, sehe ich noch nicht, dass es ein Problem gibt. Der entscheidende Punkt ist, das hat es eben schon gesagt, in einem Container steckt eben nicht nur der Prozess, den man da reinsteckt, sondern eben auch die Laufzeitumgebung. Und in dieser Laufzeitumgebung können eben Sicherheitslücken auftreten. Kurzes Spiel. Versuchen wir das mal im IRC-Chat. Mal gucken, ob das funktioniert. Wer von euch benutzt Docker? Jeder bitte mal, wenn ihr Docker benutzt, eine 1 einfach eingeben und in den IRC-Chat schreiben. Mal schauen, was jetzt kommt. Kommen eine ganze Menge Einsen angeflogen. Sehr schön. Ich sehe, ihr seid da, ihr hört noch zu. Sehr schön zu merken, dass ihr da seid. Die zweite Frage: Wer von euch rollt neue Container aus, wenn es ein Security-Fix im Base-Image gibt? Dann macht bitte mal eine 2. Ah, okay. Ich warte kurz. Ich habe eine 2 gesehen. Noch eine 2. Sehr schön. Es ist großartig. Ich kriege gerade von der Regie angesagt, ich soll ein bisschen langsamer machen, weil wir Latenz drin haben. Hier kommen tatsächlich 2. Das ist wirklich was Neues dieses Jahr. Diese Frage habe ich letztes Jahr auch schon gestellt und in anderen Talks auch schon mal. Es ist das erste Mal, dass 2 kommen und tatsächlich relativ viele. Sehr schön, es hat sich was getan. Versuchen wir mal die dritte Frage noch. Jetzt mit der 3 bitte antworten. Wer von euch monitort denn die laufenden Container, ob es neue Vulnerabilities in den Base Images gibt? Warte mal ganz kurz. Zähle mal vielleicht ganz in Ruhe bis 10, dass ihr die Chance habt, vielleicht eine 3 zu schreiben. Bis jetzt habe ich noch keine 3 gesehen. Ich bin ja schon total froh, dass es neue 2 gibt. Ah, eine 3, sehr schön. Wir werden besser über die Jahre. Wenn wir den Talk, den machen wir noch 5-mal, dann macht ihr das alle, das ist gut. Sehr gut, wir kommen der Sache näher. Für das Beispiel, was wir davor gesehen haben, also dieser ganz einfache Container, einfach nur Ubuntu 18.4 nehmen, hochladen. Ich habe das tatsächlich vorgestern probiert, so gebaut, habe so KIO geladen. KIO ist ein, ich will gar nicht so viel Werbung dafür machen, gibt es auch in Open Source, ist ein Security-Scanner, kann man Images hochladen, die gucken einfach rein in den in das App, also in den Paketmanager. Die haben nochmal eben 32 Vulnerabilities gefunden. Das heißt, selbst der billige Container, den ich euch eben gezeigt habe, hat 32 Security Vulnerabilities. Und die entscheidende Erkenntnis ist, und das ist das, was wirklich viele Leute noch nicht auf dem Schirm haben, wenn ihr anderen Leuten Docker-Container in die Hand gebt für eure Software, dann seid ihr nicht nur für die Software verantwortlich, die da drin ist, sondern ihr seid eben auch für die Laufzeit verantwortlich.
also für die Laufzeitumgebung, für das Linux, was da drin steckt. Ihr gebt Leuten einen Linux-Server im weitesten Sinne in die Hand. Auch das nochmal ganz deutlich, ich glaube, das ist die wichtigste Erkenntnis, die viele Leute noch nicht verstanden haben, die anderen Leuten Docker-Container in die Hand geben. Ihr seid auch für die Laufzeitumgebung verantwortlich. Das heißt, ihr müsstet eigentlich alle 2-3 Tage ein neues Image veröffentlichen, weil so oft kommen ja auch die Updates, die ihr normalerweise für eure Linux-VMs bekommt. Wir haben letzten Sommer das mal wissen wollen, wie sieht das eigentlich aus mit den Base-Images, kann man denen eigentlich vertrauen? Und wir haben irgendwie Standard-Base-Images genommen und haben die mal zu Kea hochgeladen, genauso ein billiges Image, was überhaupt nicht macht, einfach mal da hochgeladen und gucken, was da rauskommt. Die Zahlen, die sind jetzt nicht ganz akkurat. Wenn ihr das heute macht, werdet ihr leicht andere Zahlen bekommen. Es war aber nie so, dass einfach alles in Ordnung war. Es war immer gruselig. Ubuntu 18.4 haben wir Stand heute. Wie gesagt, der Container liegt da schon ein bisschen. 58 Vulnerabilities, 27 gibt es Patches dafür. Nochmal, als wir das initial gemacht haben, sah das auch nicht viel besser aus. Debian 10 Base Image, 81 Vulnerabilities und 20 Patches. Interessant ist, dass es für Ubuntu tatsächlich mehr Patches gibt als für Debian. Das heißt, Ubuntu scheint mehr Updates auszuliefern. CentOS haben wir probiert, hatten wir gleich 133 Vulnerabilities drin. Immerhin gibt es für alle auch einen Patch. Das heißt, wir könnten da den Docker-Container initial erstmal updaten. Alpine relativ weit verwendet. Auch wir hatten lange Alpine. Das Problem bei Alpine ist, die veröffentlichen zwar täglich neue Container, aber die veröffentlichen die Daten zu dem, was da drin gefixt wurde, also zu den Vulnerabilities, auch nur, wenn sie den Fix dafür haben. Das heißt, die sehen zwar relativ gut aus, wenn man die durch so einen Scanner laufen lässt, aber die kommen einfach überhaupt nicht hinterher, was die Patches angeht, weil sie nämlich nicht veröffentlichen, dass sie ein Problem hatten. Und das ist tatsächlich der Grund, wir sind weggegangen von Alpine, wir waren sehr lange auf Alpine. Unsere Ruby-Developer, die kamen ständig zu uns und haben gesagt, es gibt eine Ruby-Lücke, die ist öffentlich bekannt, wir müssen hier was machen, wann kommen die Updates? Und wir mussten immer sagen, ja, müssen wir mal gucken, wenn es Alpine endlich schafft, ein Update zu liefern. Und es hat dann dazu geführt, dass unsere Devs zu den Maintainern gegangen sind und die immer angetreten haben. Natürlich, wenn man nicht veröffentlicht, was man für offene Vulnerabilities hat, dann kann auch nichts passieren. Wir sind weggegangen von Alpine deswegen. Fedora 31 habe ich auch probiert. Das Ergebnis war, konnte nicht scannen. Wissen wir also nicht. Das sind die Base-Images, mit denen man loslegt. Das heißt, noch bevor ihr irgendwas gemacht habt, habt ihr eigentlich schon lauter Security-Probleme. Das war so ein Moment, wo wir so, what? Was ist in dieser Docker-Welt kaputt? Gucken wir uns mal einen Container an, und zwar den Node-Container. Das ist tatsächlich der offizielle Node-Container, wenn ihr irgendwie was mit Node.js, JavaScript baut und sagt, ihr macht das mit Docker und ihr nehmt den Node.js-Container als Basis, weil man da schön die Version kriegt. Es geht damit los. Wir fangen also mit einem Base-Image an, was Build-Pack Depths heißt. Ich habe mal geguckt, ich habe da hinterher geguckt, was das ist. Das sind eigentlich nur Zwischenlayer, wo nochmal was auf Debian Stretch installiert wird, wo einfach noch mit apt-Software dazu geworfen wird. Am Ende kommt da das ganz normale Debian Base Image, das wir eben schon gesehen haben, und nirgendwo auf dem Weg bis hierhin werden Updates eingespielt. Das heißt, schon bevor wir überhaupt loslegen, haben wir unsere 50 Sicherheitslücken drin. Dann wird Node und NPM installiert, und zwar wird das installiert, indem ein precompiled Node und NPM per curl darunter geladen wird. Wir hatten es eben schon, curl pipe nach bash. Nein, so schlimm ist es nicht. Sie gucken tatsächlich, ob die Prüfsumme stimmt an der Stelle, immerhin. Aber was wir an der Stelle natürlich nicht wissen, ist, wie ist denn bitte das Node und das NPM kompiliert worden? Ist das OpenSSL statisch da reingelinkt oder nicht? Wenn es ein Security-Problem in NPM gibt, welche Version ist das ganz genau? Wo ist es gebaut worden? Was hängt hinten dran für Libraries? Wissen wir alles nicht.
Folge ist, Node und NPM können wir nicht mehr automatisch und systematisch auf Security-Probleme monitoren. Wir können also nicht irgendwie das Ding zu KAO oder zu irgendeinem anderen Scanner hochladen oder einen Open-Source-Scanner nehmen, die es auch gibt, und können das monitoren. Der weiß ja nicht, dass das Noten-NPM da drin steckt. Was wir machen können, ist, wir können uns jetzt eine handgestrickte Lösung bauen, die dieses Noten-NPM nochmal irgendwie durchcheckt. Sowas mögen Ops überhaupt nicht, neue Lösungen bauen für irgendwas, weil er skaliert nicht. Ein Yarn steckt da auch noch drin, hat einem auch niemand gesagt, dass wenn man so einen Node-Container runterlädt, da noch ein Yarn drin steckt. Auch das kommt per Curl, Prepackaged JavaScript. Hier gilt das Gleiche. Es ist eigentlich unmöglich, das systematisch auf Security-Probleme zu monitoren. Was für eine Yarn-Version ist da drin, bitte, in dem Container, der da läuft? Keine Ahnung, ist halt irgendwann gebaut worden. Und gerade wenn man da noch einen Latest-Container nimmt, weiß man es gleich gar nicht mehr. Das gilt so natürlich auch für alle Images, die auf diesem Base-Image aufbauen. Das heißt, alles das, wo jemand euch sagt, ich habe hier ein JavaScript-Projekt in einen Docker-Container gepackt und das baut auf dem Node-Container auf, gilt genau das. Und das gilt natürlich nicht nur für den Node-Container, das gilt auch für den Ruby-Container, ich habe ihn mir angeguckt, das gilt für den Python-Container, das gilt für den PHP-Container. Das heißt, die ganzen Basis-Container sind eigentlich alle schon mit Sicherheitslücken ausgeliefert. Hier wird die Frage gestellt nach unmöglich. Natürlich nicht unmöglich im Sinne von technisch unmöglich. Man kann natürlich irgendwie für all diese Container Sonderlösungen stricken, also irgendwie gucken, dass man da drin rumhantiert und es irgendwie was rausfindet und das mit irgendwas abgleicht. Das sind aber alles händische Prozesse, muss man alles neue Software für schreiben. Wir haben uns mit unseren Devs haben wir uns gestritten, die wollten nämlich gern ein aktuelles Ruby haben, so wie sie es auch in ihrer Entwicklungsumgebung haben. Die haben auch gesagt, sie bauen sich auch den Container auch selbst, sie kompilieren sich das auch selbst. Wir haben gesagt, nee, wir wollen das systematisch checken, wir wollen nicht irgendwelche neuen Lösungen haben. Lieben Gruß an unsere lieben Entwickler, ihr seid toll. Das ist schon so ein Punkt, wo man zweifelt, ob das eigentlich der richtige Ansatz ist. So. Aber damit ist es nicht zu Ende. Natürlich geht das auch noch auf dem nächsten Level, Next Level Shit. Brauchen, die verschiedene zusätzliche Software noch braucht. Und dafür gibt es so Sachen wie Docker Compose und Co., die also jetzt anfangen, dass auch noch die Datenbanken aus den Docker-Containern rauskommen. Auch das gucken wir uns mal an. Und zwar am Beispiel von Sentry. Wer Sentry nicht kennt, Sentry ist eine Lösung, eine Plattform, wo man Stacktraces hinschicken kann von seiner Software, wenn also irgendwas schiefgegangen ist im Betrieb. Und die sortieren kann, auswerten kann mit seinem Team. Das gibt es auch als Selbst-Hosted-Variante. Die bieten das als Open-Source-Lösung an und dafür geben sie einem ein sogenanntes Sentry On-Premise in die Hand. Und das ist ein Docker Compose-Setup. Und da sind Third-Party-Docker-Container drin. Ich habe mir das gestern tatsächlich nochmal geklont und nochmal verifiziert, was da eigentlich drin steckt. Das ist also tatsächlich das offizielle Release aus dem Master Branch von gestern. Wir haben drin einen Container, der heißt Tianon Exim 4. Also natürlich muss Sentry irgendwie Mails schicken. Also brauchen Sie einen Mail-Server, nehmen Sie sich einen Exim 4. Und zwar irgendeinen, den ein gewisser Tianon gebaut hat. Wer ist Tianon? Wissen wir nicht. Ich will ihm nichts unterstellen. Wahrscheinlich macht er einen guten Job. Aber ein Mail-Server, den ich in meiner Infrastruktur mit Root-Rechten laufen lasse, da steckt ein Memcache drin, in der Version 1.5, Alpine-based, mit allen Problemen, die Alpine so mitbringen. Und zwar vom 6.2.2020, also jetzt fast ein Jahr alt und damit auch seit einem Jahr nicht mit Sicherheitsupdates versorgt. Sentry benutzt Kafka-Stack für Messages intern. Das heißt,
Wir brauchen auch noch den Kafka-Stack von Confluent. Immerhin kommt es von Confluent, die offizielle Variante, aber auch das ist vom 22.04., 8 Monate alt, keine Security-Updates eingespielt seitdem. Und ich habe versucht herauszufinden, wie dieser Zookeeper-Container intern gebaut wird. Es war mir nicht möglich. Da sind ein Haufen interne Container im Spiel, da ist eine interne Build-Pipeline im Spiel, da wird irgendwas mit Pip und Make und durcheinander. Ich habe nicht gesehen, ob das irgendwie komisch ist oder nicht, aber es ist ja auch vom 22.04., von daher ist es sowieso komisch. Das gleiche gilt für den Kafka, auch der ist vom 22.04. Dann ist der sogenannte ClickHouse-Server, der kommt von Yandex. Yandex habe ich auch noch nie gehört. Vom 19.05. auch ein halbes Jahr keine Sicherheitsupdates gesehen und so weiter und so fort. Obendrein kommen die Sentry-eigenen Docker-Container. Das ist eine Django-Applikation. Geht damit los, dass vom Python gebaut wird. Das heißt, all das, was für die Python-Base-Container gesagt worden ist, vorhin davor, gilt auch hier. Und jeder dieser Container hat im Zweifel Root-Zugang zu dem, was ihr da macht. Mindestens innerhalb der Container. Das heißt, dieser ganzen Liste, die jetzt hier auf dieser Folie drauf ist, all diesen Leuten, die irgendwie ihre Finger im Spiel haben, den traut ihr. Und ja, das ist die offizielle Ansage von Sentry für hier, nehmt, das ist Docker, das funktioniert. Nehmt den Container vom 6.2.2020. Wo ist das Problem? Wie gerade über den Chat noch gesagt, Yandex ist die russische Suchmaschine. Ich hatte auch irgendwie gesehen, dass es irgendwie Richtung Russland zeigt, hat es mir nicht näher angeguckt. Gut, kann man auch überlegen, vertraut man dem nicht. Problem ist trotzdem alt, auch wenn er den vertraut. So, was haben wir außerdem, wenn wir über Docker reden, das war jetzt quasi nur die Security-Seite aus den Base-Images, da ist überhaupt noch nichts passiert. Außerdem haben wir wildeste Shell-Skript-Schlachten. Jeder, der sich mal angeguckt hat, wie so ein Docker-Container gebaut wird, fragt sich, ob wir tatsächlich wieder 1995 angekommen sind. Ruby-Base-Image benutzt mit WGET irgendwas mit einer SHA-256-Summe vergleichen, die irgendwie hart da reingecodet ist. Schickt das Ganze in GCC. Räumen natürlich den GCC auch wieder weg, weil sonst machen wir einen neuen Layer auf und so weiter und so fort. PHP ähnlich, auch da machen wir mit Curl und dann nochmal einen GPG-Check von irgendwelchen Schlüsselservern, alles in einem Einzeiler mit irgendwie Doppel-Uns und umgebrochen, um dann nochmal einen Figure und einen Make aufzurufen. Im Kern all diese SED und AWK-Desaster, die wir eigentlich mit Ansible und SaltStack so schön im Griff hatten. Dafür hatten wir eigentlich so schön Automatisierungssoftware geschrieben. Jetzt sind wir wieder ganz am Anfang und machen wieder Shell-Skript-Schlachten. Sowas sieht man da auch relativ häufig. Ist doch nur ein Container, läuft ja nichts anderes. Was soll das Problem sein? PHP-Base-Image macht es zum Beispiel. Machen wir eben auf var www.html. Machen wir mal changemod 777. Natürlich läuft das in einer Echtumgebung. Natürlich ist das eine Linux-Umgebung, die ihr da habt. Und wenn ihr einen Angriff darauf habt und jemand irgendwie in eurer Anwendung eine Lücke gelassen hat und Schreibrechte hat, dann schreibt er euch dann natürlich irgendwie Sachen weg und überschreibt euch die Anwendung. Genauso wie das in jedem normalen Linux-VM-Environment auch gilt. Sachen als Root laufen lassen haben wir auch relativ häufig gesehen. Wo ist das Problem? Wir haben Software doch schon immer als Root laufen lassen. Ist ja im Docker-Container. Wo ist das Problem? Dann gibt es da lauter krude Wrapper-Skripte, um irgendwie diese env-Variablen, die da von außen reinkommen, in Configs zu übersetzen. Die sind meistens noch viel wilder als die Shell-Skript-Schlachten, die den Container bauen. Es gibt einen Haufen Annahmen über irgendwelche internen Continuous Integration, Continuous Delivery Systeme. Diverse Container sind überhaupt nicht nachbaubar, überprüfbar. Ein Beispiel von Zookeeper und Kafka hatte ich das Problem, dass ich tatsächlich nicht mehr sagen konnte, wo das herkommt, weil irgendwas Internes von Confluent da mitläuft und irgendwas baut. Keine Ahnung, wo das herkam. Muss man halt vertrauen. Und dazu die ganzen neuen Hypes, die aus der Docker-Welt kommen. Also die ganzen Probleme, die auftreten, weil Docker eben doch nicht so trivial ist, wie sie tun. Und die neuen Lösungen, die dann eben mal ganz einfach um die Ecke kommen. Ich habe so viele neue HTTP-Proxys in den letzten 1-2 Jahren gesehen, die alle meinten, ist doch alles kein Problem. HA-Proxy, 20 Jahre in Entwicklung, so ein dickes Stück Software, aber wir schreiben mal eben in 2 Jahren Proxy neu. Alles kein Problem.
So, und jetzt die schlechte Nachricht. Ja, tatsächlich, es gibt eine schlechte Nachricht dabei. Die Beispiele, die ich euch gezeigt habe, sind nicht die Ausnahme. Ich hätte ja euch gern einfach nur die Desaster gezeigt, aber es ist tatsächlich so, dass diese Docker-Welt da draußen genauso aussieht. Und auch das nächste stimmt genauso, wie ich es da hingeschrieben habe. Ich hatte tatsächlich im letzten Jahr keinen Docker-Container, kein Setup in der Hand, wo ich nicht auf den ersten Blick gesagt habe, das stinkt doch hier. Hier sind doch irgendwie Sicherheitslücken drin. Hier passiert doch irgendwas. Da können wir nicht mehr feststellen, ob wir dem Ding eigentlich trauen oder nicht mehr trauen. Das heißt, das, was wir hier gesehen haben mit Sentry ist wirklich nicht schlechter als der Rest der Welt. Die machen eben das, was man im Docker-Universum gerade tut. Das, was wir hier gesehen haben, ist Stand der Dinger, wenn wir über Docker reden. Lass mal den Chat ein bisschen rankommen, während wir diesen Damen hier zugucken, während sie über Docker nachdenken. Was tun, wenn wir das sehen, wenn wir irgendwie sehen, dass diese Docker-Welt tatsächlich da draußen so ganz am Anfang steht und noch viele Jahre wahrscheinlich braucht, um wirklich brauchbar stabil zu werden? Das Erste ist, wenn ihr irgendwo einen Docker-Container in die Hand gedrückt bekommt von irgendjemandem und es drückt euch gerade wirklich jeder einen Docker-Container in die Hand, schaut euch die Docker-Files an. Die sind meistens irgendwo zu finden. Wenn ihr beim Docker-Hub guckt, ist ganz oft einfach direkt der Link in das Docker-File zu GitHub. Guckt es euch an. Das, was ihr dann meistens tun werdet, wir haben das tatsächlich jedes Mal getan, wenn wir die Docker-Files geguckt haben, wahrscheinlich wollt ihr lieber einen eigenen Container bauen. Tatsächlich ist es bei uns die Ansage, wenn wir was in Docker ausrollen wollen, dann bauen wir unsere Container selber, weil das, was da draußen um die Ecke geworfen wird, ist echt gruselig an allen Ecken. Wenn ihr anfangt, einen Container selbst zu bauen, nutzt vertrauenswürdige und minimale Base-Images. Also wirklich tatsächlich irgendwie dieses Debian oder Ubuntu Base-Image, wo noch nichts passiert ist, wo noch niemand irgendwie am Anfang mal irgendwas mit GCC reinkompiliert hat oder irgendwo noch was reinkopiert hat. Und wahrscheinlich werdet ihr im ersten Schritt erstmal die Base-Images updaten müssen. Das heißt, tatsächlich ist das bei uns so, wir setzen inzwischen auf Ubuntu auf. Unser Docker-Prozess, unser Docker-Build-Prozess macht im ersten Schritt erstmal ein Update. Dann werden die Container zwar größer, aber sie sind immerhin nicht mehr voller Sicherheitslücken. Dann nutzt die Pakete, die ihr mit dem Paketmanager bekommt. Das ist was, auch da streiten wir uns immer wieder mit unseren Devs rum, weil natürlich wollen die gern den neuesten heißen Scheiß. Und dann kommen die Ops um die Ecke und sagen, nee, ihr nehmt bitte das Ruby oder das Python, was ihr aus dem Paketmanager bekommt. Und ja, das ist nicht das Neueste, sondern das ist das zwei Releases zurück. Baut nicht selbst, heißt in der Folge, ihr könnt im Zweifel nicht die neuesten Versionen benutzen. Warum das Ganze? Wenn ihr den Paketmanager benutzt, dann könnt ihr sie wenigstens systematisch checken, ob Security-Probleme gibt. Auch wenn euch eure Devs dafür hassen und sie werden euch dafür hassen. Nochmal einen lieben Gruß an unsere Devs. Ich liebe euch alle. Im Kern ist es, stellt dieselben Security-Anforderungen wie an jeden anderen Linux-Server auch. Natürlich, warum denn nicht? Natürlich läuft diese Software, sie ist von außen erreichbar und da drin läuft ein Linux. Und natürlich gelten alle Erkenntnisse, die wir haben aus der Security-Perspektive, natürlich auch für die Docker-Container. Und A und O in Security ist, wir brauchen Patches, wir müssen alles so schnell wie möglich patchen. Wenn ihr die Container habt, scannt sie systematisch und vor allem auch kontinuierlich auf Security-Probleme. Es reicht nicht, in dem Moment zu scannen, wenn ihr das ganze Ding baut und zu sagen, ja, wir haben ja keine Lücken drin, sondern ihr müsst es eigentlich jeden Tag machen. Wir machen das tatsächlich. Wir haben eben diesen Security-Scanner, wo wir Geld dafür bezahlen. Gibt es auch in Open Source. Und da haben wir tatsächlich auch Monitoring drauf. Das heißt, wir haben rote Lampen, die gehen an, wenn unser Security-Scanner sagt, da ist eine neue Lücke drin und dann müssen wir die Container eben neu bauen. Und wenn ihr Container bereitstellt für andere, heißt es auch, ihr seid in der Pflicht, kontinuierlich neue Images zu veröffentlichen. Wenn es Security-Probleme in den Base-Images gibt, ihr könnt also nicht hingehen, könnt sagen, ich habe heute eine neue Version von meinem Programm gemacht, von meiner Web-App gemacht, von meinem Django.
In der Django-App ist alles gut. Das ist der Release, Docker-Container raus und mit dem nächsten Release gibt es den nächsten Docker-Container. Soweit. Mal kurz zurückspringen. Soweit die bittere Wahrheit über Docker im Jahr 2020. Was hatten wir noch so? Erstmal eine kleine Rundschau von Sachen, die uns einfach über den Weg gelaufen sind, die nirgendwo reingepasst haben. Anaconda behauptet, man kann es ohne Root Access installieren. Was man dazu machen muss, muss 3 Kommandos mit sudo eingeben. Das fand ich wirklich gut. Man kann auch in Python C-Style programmieren. Ein schönes Stück Code aus Sentry genommen, wo sie versuchen, irgendwie interne Netzwerkadapter zu finden. Ist ja nicht so, dass man in Python Bibliotheken für sowas hat, wo man sagen kann, gib mir doch mal bitte unsere Netzwerkinterfaces. Nein, nein. Man kann tatsächlich direkt auf irgendwelche Sockets gehen und dann mit irgendwelchen Binärmasken auch in Python Sachen darunter lutschen. Indian Standard Time, wir haben mit Zeitzonen relativ viel zu tun gehabt. Liegt vor allem daran, dass wir mit Leuten zusammenarbeiten, die rund um die Welt verteilt waren und im letzten Jahr tatsächlich auch mit Leuten, die in Indien sitzen. Hat jemand eine Idee, was das Problem ist? Das, neben der Tatsache, dass Zeitzonen sowieso eine Ich habe gehört, dass der Stream weg war. Nochmal den letzten Satz. Ich wollte euch nochmal fragen, ob ihr wisst, was das Problem mit Indian Standard Time ist. Ihr seid alle noch bei Docker was. Ihr seid jetzt alle total verschreckt. Wir treffen uns hinterher nochmal im Jitsi und machen eine Therapiesession. UTC 5 Stunden 30. Es gibt tatsächlich Zeitzonen, die nicht auf ganze Stunden getimt sind. Auch das gibt es. Auch damit muss man umgehen können. Macht es total. Da ist die Antwort 30 Minuten Offset. Genau. SaltStack hat dieses Jahr ein paar wirklich große Böcke geschossen. Wir hatten eine Remote-Code-Execution im SaltMaster. Das heißt, wenn der SaltMaster seine Ports im Internet hatte, konnte man beliebige Befehle mit Root auf allen Salt-Minions ausführen. Und das, obwohl eigentlich überall steht, dass die Kommunikation mit dem SaltMaster per Zertifikat abgesichert ist. Die Lücke haben sie veröffentlicht am 1. Mai, das macht es besonders schön, da sind nämlich alle Ops nicht arbeiten, danach war Wochenende. Das heißt, wir hatten mal eben 3 bis 4 Tage und nach den 3 bis 4 Tagen nach der Veröffentlichung, bis die Ops wirklich wieder am Tisch saßen, waren in dieser Welt auch schon mehrere tausend Rechenzentren abgeschossen worden. Das ging halt wirklich schnell, dass da die Angriffe liefen. Nebenbei hat SaltStack auch noch ganz unangekündigt keine Patches für ältere Versionen mehr ausgeliefert. Das heißt, ganz plötzlich waren alte Versionen, die lange supported waren, nicht mehr supported. Hat großen Spaß gemacht für viele Leute da draußen. Wirklich ganze Rechenzentren am Stück übernommen worden. Und weil das so gut gelaufen ist, hatte im Herbst SaltStack nochmal eine Remote-Code-Execution im SaltMaster. Oh, ich lerne gerade, dass Nepal auch eine schräge Zeit hat. 5 Stunden und 45 Minuten, wieder was gelernt. Und Ansible mal wieder ist dieses Jahr relativ oft gefallener Satz, auch schon immer wieder. Ansible hat immer wieder schöne Dinge. Das ist das, was uns dieses Jahr begegnet ist. Ansible möchte bitte, wenn man eine Loop macht, eine Liste haben. Und wenn man ihnen eine Liste gibt, findet Ansible das doof. Was auch immer wieder schön ist, hatten wir jetzt schon ein paar Mal immer wieder, wenn man Ansible einem Generator gibt, wo eine Liste rauskommt, ist ja immer in Python. Dann serialisiert der Generator, dann serialisiert Ansible den Generator in die String-Repräsentation und macht daraus eine Liste von Buchstaben. Großes Kino. So, das war das sonstige. Fazit gilt wie jedes Jahr. Alles schlimm, ich gehe Kreuz züchten. Auf der Webseite schreibt mir, wenn ihr was habt, wenn euch was begegnet im nächsten Jahr, wenn ich genug kriege, gucken wir mal, wie wir nächstes Jahr, ob wir nächstes Jahr DevOps Disaster NT machen oder sowas. Auf der Seite ist auch ein Jitsi-Raum verlinkt, der auf der Map ist. Und zwar in der Lounge gibt es eine Sushi-Bar. Kommt doch da gern hin, ihr findet mich da. Ich bin der mit den geregelten Strumpfhosen.
Jetzt kriege ich natürlich das Bild nicht rein. Jetzt hatte ich so ein schönes Bild gemacht. Egal. Wir finden das schon. Direkt an der Lounge einfach durch das Katzentor gehen, links in die Straße, das erste Haus. Können wir uns gleich mal an der Bar treffen, können wir weiterquatschen. Genau, auf der FOPC sagst du es nett, auch der Direktlink in das Jitsi rein, falls ihr jetzt nicht auf der 2D-Map seid. Und jetzt haben wir noch ein paar Minuten gern für Rückfragen, falls jemand darauf vorbereitet ist, Rückfragen an mich zu stellen. Also, erstmal vielen Dank für deinen spannenden Vortrag. Und ich würde sagen, die meist gefragte Frage wäre erstmal, ob du noch mal kurz sagen kannst, welche Scanner ihr denn benutzt oder welches so gibt. Also, es gibt von Red Hat ein Open Source Projekt, dessen Name mir blöderweise gerade entfallen ist. Jetzt kann ich so ein bisschen Produktwerbung machen, was? Ich will es eigentlich gar nicht tun. Ich sage den Namen. Wir benutzen KIO. Das schreibt sich ein bisschen komisch mit Q am Anfang. Ist von Red Hat ein Service, ist eine Docker Registry. Die machen auch manchmal komische Sachen, läuft nicht ganz rund. Wir haben manchmal so das Gefühl, ihr habt einen Job und das ist irgendwie Sachen zu scannen und manchmal läuft es nicht ganz rund, aber immerhin kriegen wir Scans. Die haben eine API, kann man schön eigene Tests ranhängen. Wir haben auch irgendwo so ein Sensu-Plugin veröffentlicht, was das tatsächlich tut, gegen diese API zu checken. Gerne mich anschreiben, wenn ihr da mehr haben wollt. Ihr habt die Kontaktdaten hier. Im Chat hat es jemand richtig geschrieben gerade. Es gibt das eben auch als Open Source, das ganze Ding. Haben wir uns aber nie angeguckt. Dann haben wir als nächstes sozusagen ein bisschen die Relativierung. Wie relevant sind Sicherheitslücken wirklich? Docker-Container werden in der Cloud verwendet. Remote-Code-Execution notwendig? Fragezeichen. Genau. Wie relevant sind die? Die sind natürlich genauso relevant, wie wenn ihr sie auf eurem Linux, euer Linux-VM oder eurem Linux-Server laufen habt. Das heißt ja nicht, dass man gleich aus dem Docker-Container ausbrechen muss, um irgendwie auf die Cloud Kisten runterzukommen, sondern ihr habt eine Anwendung, eine Webanwendung, die spricht am besten Fall, im einfachsten Fall mit einer Datenbank hinten dran, da sind personenbezogene Daten drin. Das heißt, wenn ich das irgendwie schaffe, in die Anwendung einzubrechen, dann kann ich anfangen, da rumzuspringen und ich habe dann ein Linux-Environment. Und wenn meine Anwendung als Root läuft und meine Anwendung irgendwie mit ChangeMode 777 Schreibrechte hat, dann kann ich natürlich die ganz normalen Angriffsvektoren darauf fahren auf die App, kann ausbrechen aus meinen Verzeichnissen, kann irgendwie Sachen hinschreiben, kann anfangen, meinen PHP-Interpreter zu verwirren und mir da Backdoors aufmachen. Und das reicht ja schon, wenn die Backdoor in den Container reingeht, weil dann kann ich eben hingehen und kann mich weiter durchhangeln und kann dann irgendwie personenbezogene Daten oder sonst was rausziehen. Das heißt, euer Container ist, man muss ein bisschen aufpassen, Container sind keine VMs, den Fehler darf man auch nicht machen im Denken und trotzdem ist da natürlich ein Linux drin, was ich angreifen kann und wo ich mich natürlich durchhangeln kann. Dann gibt es nochmal die Frage, warum Ubuntu als Base Image? Warum Ubuntu als Base Image? Das war das Ergebnis dieses Tests. Wir haben halt tatsächlich ganz viele Base Images genommen und haben sie mal in den Container in den Scanner hochgeladen. Im Chat kommt auch gerade die Antwort, wie die Open-Source-Variante davon heißt. Die heißt Claire. Dankeschön für den Input. Und haben diese Images einfach hochgeladen, haben geguckt, was ist eigentlich jetzt hier eine Basis. Und es war halt eben alles schlimm tatsächlich. Es war irgendwie alles voller Lücken. Und dann haben wir geguckt, was können wir denn dagegen tun? Und Ubuntu war das Image, wo man zumindest, wenn man das Base-Image initial updatet, also in dem Moment, wo man es baut, Updates einspielt, man auf den besten Stand rausgekommen ist. Das heißt, da waren die meisten Lücken zu. Genau, es waren immer noch Sachen, wo keine Patches da waren. Das ist aber dann die gleiche Situation, wie wir eben auf dem Debian oder Ubuntu-Server auch haben. Wenn Ubuntu keine Patches bereitstellt, ist man irgendwie im Dreck oder muss halt selber patchen. Das heißt, wir haben gesagt, wenn wir ein Ubuntu-Image nehmen, kommen wir immerhin mit Docker auf den Stand, den wir auch mit einem Ubuntu-Server da draußen haben. Und der war besser als Debian tatsächlich. Die Update-Versorgung war besser als bei Debian. Deswegen. Okay, ein paar wenige Fragen sind noch übrig, aber unsere Zeit ist eigentlich zu Ende. Deswegen schicke ich euch jetzt alle in